Das Jahr 1998 wird wieder zu einem ICE-Jahr. Die Neubaustrecke zwischen Berlin und Wolfsburg wird eröffnet. Die Fahrzeiten zwischen der Hauptstadt und dem Ruhrgebiet verkürzen sich um 2,5 Stunden. Bereits seit 1993 ist Berlin im ICE-Netz eingebunden. Jetzt aber fahren die Züge über den Bahnhof Zoologischer Garten hinaus über die Stadtbahn. Seit 2006 ist der Hauptbahnhof in Betrieb. Er ist Herzstück eines neuen Verkehrskonzeptes für die Hauptstadt. Der monumentale Glaspalast hat einiges zu bieten. In der großen Halle oben kreuzt auf 6 Gleisen die mittlerweile 125 Jahre alte Stadtbahn den neuen Nord-Süd-Fernbahntunnel. Und so sieht er aus, der neue Hauptbahnhof Berlins. Am Spreebogen im neuen Regierungsviertel steht er. Fast genau an der Stelle, wo bis 1957 der Lehrter Fernbahnhof stand. Nun schlängelt sich der ICE über die 12 Kilometer lange Viaduktbahn quer durch Berlin. Langsam, sehr langsam, meist nur mit knapp 60 Kilometern in der Stunde. Durchfahrt im Bahnhof Friedrichstraße. Alle ICE-Linien nach Berlin enden im Ostbahnhof. Von hier aus fahren sie Richtung Osten zum ICE-Werk in Berlin-Rummelsburg. Auf dem Gegengleis wird der nächste ICE bereitgestellt. Halle an der Saale. Es ist kein normaler ICE, der hier einfährt, sondern der ICES. Der 76 Meter lange Zug besteht aus einem Messwagen und 2 modifizierten ICE-2-Triebköpfen. Diese haben eine andere Getriebeübersetzung, die Höchstgeschwindigkeiten bis 400 km/h zulassen. Auf dem Plan steht eine Schnellfahrt zwischen Halle und Leipzig. Grund ist die Streckenzulassung für Tempo 300. Für die Techniker aus München ist es eine Routinefahrt. Ebenso für den ICES, der mit seinen knapp 10.000 Kilowatt Leistung locker die geforderte Geschwindigkeit plus 10%, also 330 km/h, erreichen wird. Nach wenigen Kilometern sind wir mit über 330 km/h unterwegs. Mehr als der geforderte Wert für die Zulassung. Der Zug fliegt über die Gleise. Innen ist kaum etwas von der hohen Geschwindigkeit zu merken.
können weiter steigern. Im Hauptbahnhof Leipzig wird gewendet. Der ICES gilt als Nachfolger für den Intercity Experimental. Der Versuchs-ICE ist heute als Denkmal in Minden aufgestellt. Für die zweite Schnellfahrt Leipzig-Halle ist der ICES wieder auf dem Weg.